Hallo und willkommen zurück zu den New Super Mario Bros. U Deluxe Challenges. Heute soll zum Aufwärmen mal die Kategorie Münzsammlung herhalten, von der weiß ich nämlich am allerwenigsten, was mich erwartet. Dreisprung zum Reichtum. Sammle auf deinem Weg zum Ziel Münzen ein, indem du geschickt den Dreisprung einsetzt. 86? Gleich mal direkt von Anfang an. Erste Challenge? Ich verstehe. Also hier brauche ich den Dreisprung noch nicht, aber jetzt geht's los. LOL! Direkt von der ersten Kante gelatscht. Super. Ich schätze, da muss ich mich ein bisschen mehr kontrollieren. Natürlich muss ich mich auch immer kontrollieren, aber konzentrieren ist hier vor allem angesagt. Ja, okay. Das ist nicht leicht. Weil wenn man die drei Sprünge hier nicht perfekt macht, dann sammelt man nicht alle Münzen ein und dann nehme ich mal an, reicht's auch nicht für die Goldmedaille. Nope. Für die muss man natürlich alle einsammeln. Richtig gemein, am Ende kommen noch die Wolken hinzu, die die Plattform in Nebel eintauchen. Das kann ja was werden, wenn das direkt so losgeht. Also, noch ein Versuch. Lass mich, ich will mehr. Mehr Challenges. Ist ja schön und gut, dass du mich so feierst für die Silbermedaille. 86. Ja, ist aber gar nicht mal so weit, ne? Man läuft hier einfach entlang und schwuppdiwupp hat man die ganzen Münzen eingesammelt. Ich mache hier jetzt mal einen Twirl. Dann reicht's nämlich nur. Das ist super fies. Und die roten Münzen, die gehören auch dazu. Renn, Mario. Oh, yes. Aber macht Spaß. Überhaupt, wenn man einfach mal rennen und springen darf. Das ist immer super. Highscore! Die drei Münzen hätte ich auch im letzten Versuch noch einsammeln können, oder? Aber es geht knackig los. Was ist denn die zweite? Münzoase. Berühre den P-Schalter und sammle die Münzen ein. Achtung! Ende der Effekt des P-Schalters, ende die Herausforderung. Das ist doch ein Bonusraum aus dem Abenteuer. Ich glaube, an den erinnere ich mich. Und das ist im Grunde nicht schwer. Die einzigen Münzen, die schwierig einzusammeln sind, sind die ganz in der Ecke. Oh oh. Ja, nein, so knapp. Doch, an die ganz, also links oben und rechts oben in der Ecke, an die kommt man nur ganz schwer dran. Wenn man dafür einen relativ präzisen Wandsprung machen muss, damit man die gerade noch so tangiert. Ansonsten springt man jedes Mal dran vorbei. Okidoki. Drei Münzen haben noch gefehlt. Und wenn die sich nicht gerade in dem Moment wieder zurückverwandelt hätten, dann hätte ich das auch irgendwie hinbekommen. Ja, da habe ich sie auch schon wieder ausgelassen. Diesmal habe ich sie gekriegt. Und geschafft. Juhu. Mario Time. Aber man hat ja gesehen, ich habe mich jetzt nicht super skillig angestellt. Uns hat trotzdem gut gereicht. So mag ich meine Ein-Sterne-Herausforderungen. Kommen noch neue dazu? Okay, eine mit einem Stern gibt's noch, dann mache ich die noch. Erreiche den Zielring mit möglichst wenig Münzen. Wie heißt es denn? Gemeine Piranha Maxima. Achtung, sobald du... Ach so, jetzt ist es andersrum. Sobald du mehr als 5 Münzen hast, endet die Herausforderung. Boah, das mache ich ja überhaupt nicht gern eigentlich. Weil das so kontraintuitiv ist, keine Münzen einzusammeln. Nee. Aber ich muss mich nicht beeilen, sehe ich gerade. Ich habe sehr viel Zeit. Okay, falls das eine Münze ist, würde das auch dazu zählen. Und hier unten durchzugehen, ist eigentlich gar keine dumme Idee. Ah, nein! Oh, wie gemein! Damit habe ich nicht gerechnet, dass sich die Münzen ebenfalls nach oben bewegen. Und das ist sogar das Ende. Also, dann spare ich mir die Silbermedaille, die ich hier kriegen würde, und fange direkt nochmal von vorne an. Also gerade diese Herausforderungen hier, wo man keine Münzen einsammeln darf, ich finde, die werden später... Da kriegt man totales Nervenflattern. Das haben wir ja schon gemerkt bei den diversen. Da war auch eine in die Richtung dabei. So, wie mache ich das jetzt eigentlich am besten? Ich warte, bis das hier schön nach unten geht und dann springe ich drüber. Alles klar. Der Hammerbruder kriegt mich hoffentlich nicht. Und bingo. Schwierig wird es natürlich, wenn das Ganze mit
begrenzter Zeit kombiniert wird. Und genau das muss ich mir jetzt antun in der Zeitattacke. Da, wo ich beim letzten Mal stehen geblieben bin, da gehe ich jetzt wieder hin. Denn die letzte 4-Sterne-Herausforderung verlangt genau das. Wo ist sie denn? Hier, Geld stinkt. Erreiche das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit, ohne eine einzige Münze einzusammeln. Also hier ist nicht mal die Bedingung, sammel weniger als 5, um noch eine Medaille zu bekommen. Nein, man darf einfach überhaupt keine einsammeln. Und da habe ich es auch schon versaut. Das wird heftig. Okay, was kann ich da besser machen? Ich schätze mal, vorne zu landen und dann unten durchzulaufen ist sehr gut. Ich denke, in all diesen Blöcken sind Münzen drin. Also von denen sollte ich auch nicht aus Versehen einen aktivieren. Dings hier, Kugelwerfer, hat was gegen mich. Das Problem ist halt, eigentlich darf ich nicht stehen bleiben, ne? Sonst kriege ich nämlich die Goldmedaille nicht. Was ist das denn? Und dann wirft er das Ding auch noch direkt unter mich. Ich meine, der Versuch war für die Tonne, aber trotzdem. Einmal bis zum Ende kommen würde ich schon gern. Und dabei wirklich überhaupt keine Münze einzusammeln. Das darf ich auf jeden Fall auch nicht leisten. An diesen blöden Treppen hängen zu bleiben. Man kann die aber auch nicht wirklich gut nach oben rennen. Okay, was genau ist hier das optimale Play? Ich komme wohl nicht drum rum, an manchen Stellen sehr viel Risiko einzugehen. Und dieser dumme Block, der schafft es halt auch wirklich jedes Mal, dass ich nicht auf ihn draufkomme. Nee, geht nicht. Ja, Scheibenkleister, was mache ich denn dann? LOL. Nein, diese Blöcke sind ja übelste Trolls. Und jetzt wird der Cooper von der dämlichen Säule nach oben geschleudert. Wie gesagt, die ganzen Challenges, wo man keine Münzen einsammeln darf. Da wird man wahnsinnig. Ja, spring. Also, wie mache ich das? Soll ich vielleicht schon mal mit einem Triple Jump da ankommen oder... Vor allem ist hier so viel Bewegung drin durch die ganzen fliegenden Fragezeichenblöcke und die Sandsäulen. Mega schwer. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Da haben sie nicht gelogen. Wie komme ich nur am besten an dieser Stelle vorbei? Kurze Sprünge? Holy Mac! Nein, nicht hängen bleiben. Jetzt hätte ich fast noch einen Wandsprung gemacht. Dann wäre es natürlich auch vorbei gewesen. Also hier stehen bleiben ist definitiv nicht drin. Und ich schaff's nicht! Hey! Alter Schwede! Wenn man da in der Sandsäule gefangen ist, dann kann man sich halt nicht mehr bewegen und der Cooper kommt dazu und vernichtet einen. Nimmt einem komplett die Würde. Und davor noch diese blöden Münzen, denen ich ausweichen muss. Da kommt man so weit. Das Ziel ist nämlich nicht mehr fern an der Stelle. Okay, das wird schwer, hier nirgendwo an der Kante hängen zu bleiben. Ich muss hier wirklich die kleinen Sprünge machen, weil ich komme ja nicht oben drüber irgendwie. Könntest du jetzt bitte mal diesen Block treffen? Ist ja unfassbar. Na gut, das Ziel ist doch ein bisschen weiter weg, als ich das in Erinnerung hatte. Ja, und hier ist Silber. Und hier ist Bronze. Halleluja. Ja, da gibt es keinen Weg drumherum. Man muss sich den Weg komplett zurechtlegen, es anschließend auswendig lernen und... Dann kriegt man es auch irgendwann hin. Aber das ist richtig Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit. Und die werde ich jetzt angehen. Der Sprung. Der ist so knapp. Und ich glaube, wenn man hier den Kugelwerfer, mir fällt der Name gerade nicht ein, erwischen würde, dann... Ey, es ist fast unmöglich, diesen blöden Fragezeichenblock zu treffen. Das wäre so wichtig, ne? Aber ich schaff's nicht. Oh oh, muss abbremsen. Ja, okay. Ja, endlich habe ich die Stelle mal geschafft, ohne dran hängen zu bleiben. Aber jetzt die Röhre. Oh nein.
Was? Niemals habe ich die Münze eingesammelt. Wow, das ist echt super schwer. Jetzt habe ich es wieder vergessen, hier mehr vorher früher zu springen. Und ich schaffe es nicht. Aber ganz knapp. Also wenn ich es vermeiden kann, an dieser letzten Röhre hängen zu bleiben und auch einen besseren Sprung hinkriege, damit ich nicht immer genau auf die Münzen dazu steuere, die zwei am Boden, dann schaffe ich's. Ist ja nur noch weniger als eine Sekunde. Okay. Please. Renn einfach. Ja, das reicht. Oh, aber ganz knapp. Und dabei habe ich gar keinen Fehler gemacht eigentlich. Ich bin vielleicht minimal langsamer geworden einmal an so einer Treppe. Aber ansonsten könnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich einen groben Fehler gemacht hätte. Und trotzdem super knapp. Puh. Das war so anstrengend, dass ich jetzt eigentlich eine Pause gebrauchen könnte. Aber ich schaue trotzdem mal in die erste 5-Sterne-Herausforderung rein, die ja nochmal um einiges schwieriger sein muss eigentlich. Galopp über giftige Gewässer. Erreiche das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit. Ah, ich verstehe. Das ist Limonadendschungel 2 und das ist deswegen schwer, weil es da diese Blöcke hat, die zu festen Zeiten auf und wieder untertauchen. Immerhin darf ich jetzt wieder Münzen einsammeln. Das ist eine große Erleichterung. Aber den optimalen Weg zu finden, ist hier auch wieder schwer. Und da ploppt einfach mal lässig der Goomba aus der Röhre. Prima. Ich muss versuchen, und das versuche ich eigentlich immer, möglichst weit oben zu bleiben im Level. Ja, wenn ich hier direkt hochspringen könnte, das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Ich meine, es hat jetzt auch so funktioniert, aber es ist knapp. Über diese Rolldinger. Das ist ja einfach, weil da hat man sowieso Speed. Okay, das war eine dumme Stelle. Aber wenn jetzt erstmal diese Blöcke auftauchen, von denen ich allerdings ausgehe, dass das einfach passt. Ja, es passt auch. Oh, es passt auch einfach. Muss ein bisschen weiter springen. Die haben mich total ausgetrickst. Aber hey, die Sternmünze eingesammelt. Was ist eigentlich hier drin? Nichts. Fetter Block, null Inhalt. Okay, jetzt großer Sprung direkt hier hoch. Prima Sache. Noch ein paar Gegner plattwalzen, wenn ich schon dabei bin. Oh. Ach ja, das war, glaube ich, der Secret Exit oder sowas, ne? Oh, das ist schade. Ich habe extra hier einen Triple Jump jetzt mal angesetzt, weil ich dachte, vielleicht reicht's ja rüber. Könnte auch sein, dass es reicht, wenn ich es noch ein bisschen besser mache. Weil an diesen Blöcken dann nach oben zu klettern, das würde ja viel zu viel Zeit fressen. Jetzt habe ich es wieder verschnarcht. Ist echt sauknapp, wenn man da nicht sofort hochgeht, sondern diesen Umweg unten rum nimmt. Ach, jetzt habe ich jetzt schon den Triple Jump gemacht. Das ist super schlecht und der Koopa hat auch total was dagegen, dass man da direkt hochgeht. Warte mal, ist da unten eine durchlässige Wand gewesen? Das muss ich jetzt mal auschecken. Wenn man nämlich unten durchrennen könnte, dann wäre das Ganze ja wesentlich einfacher. Juhu! Also die Koopa-Hitboxen, die verstehe ich bis heute nicht. Manchmal springt man denen ins Auge und man ist tot. Und manchmal springt man ihnen praktisch in die Hände und man lebt. Ja, man kann unten durch. Und dann mit diesem Koopa hier direkt wieder nach oben. Das ist klasse. Weil der obere Koopa, der macht wesentlich mehr Stress. Oh, das ist aber gar... Hallo? Uff. Also doch nicht so einfach. Ein bisschen länger auf den Blöcken rennen und erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt weiterspringen. Oh, what? Kaiserblock! Kaiserblock! Ich weiß, das ist nicht als einer gedacht, sondern dass man da
wieder rauskommt als Casual-Spieler. Aber das ist ja mal übelst witzig. Nein! Alles klar. Soll ich trotzdem mal weiterlaufen? Naja, okay, 10 Sekunden habe ich jetzt bestimmt verdödelt, aber... Wenn ich schon mal ins Ziel kommen würde, oder zumindest das noch ein paar Mal üben kann mit diesen Blöcken hier, das ist wirklich nicht ohne. Ja, da hätte ich sogar noch mal warten müssen, eigentlich. Ah, dann klappt das nicht mit dem Goomba hier. Überhaupt nicht. Oh, warte mal. Vielleicht muss ich das gar nicht so kompliziert machen mit dem Koopa. Wenn ich da nochmal unten durchrenne und dann einfach den Ausgang da benutze. Ja, aber dadurch, dass man den nicht sieht, muss man das sehr genau timen, damit man da nicht an der Kante hängen bleibt. Ja, also hier muss man tatsächlich runter und dann kommt nichts. Außer die Plattform da unten, die zwei Blöcke, die scheinen nicht komplett in die Lava abzutauchen. So, was nun? Holy man! Das reicht gerade so. Boah! Ich will hier auf jeden Fall die Blöcke erwischen, die mich mit nach vorne tragen, denn dadurch kann ich ja etwas Zeit gut machen. Nee. Ich gehe beim nächsten Mal wieder über den Koopa. Ich finde es zu knapp, um da rauszuspringen bei vollem Lauf. Oh oh. Ja, wieder zu früh abgesprungen. Ich check nie, dass da echt im letzten Moment nochmal Boden unter meine Füße kommt. Ich finde, das ist mit die schwierigste Stelle, weil die wirklich jedes Mal komplett anders ist. Wieso waren mir denn jetzt auf einmal diese zwei Blöcke im Weg? Das ist vorher noch nie passiert. Pff. Wie gesagt, Koopa-Hitboxen. Die vibrieren, glaube ich. Die oszillieren irgendwie darum. Keine Ahnung, wo die sind. Die befinden sich in einer Art Superposition. Toll, wieder hängen geblieben. Aber aufgeben tue ich nicht, weil ich halt das hier mit den Plattformen üben muss. Auch wenn ich überhaupt nicht checke, wie das funktionieren soll. Jesus Christ, das geht doch gar nicht. Ist das ätzend. Okay, ich versuch's jetzt schon seit 10 Minuten. Bin ich ein einziges Mal ans Ziel gekommen, deswegen ist das jetzt erstmal mein vorrangiges Ziel. Und dann schneide ich den erfolgreichen Versuch später rein. Weil das kriege ich jetzt irgendwie nicht hin. Und es macht auch keinen Sinn, es erstmal langsam zu probieren jetzt, denn für den schnellen Versuch später wären die Plattformen dann eh wieder in einer ganz anderen Position und ich müsste sowieso neu lernen. Ja, also das... Respekt. Das ist nicht ohne. Die nächste Herausforderung schauen wir uns trotzdem noch an. Obwohl ich keine guten Hoffnungen habe, dass das irgendwie anders wird. Schwingschlucht Schabernack. Erreiche das Ziel innerhalb der vorgegebenen Zeit. 65 Sekunden habe ich auch hier wieder Zeit. Und wahrscheinlich muss man sich hier die Ketten zunutze machen, um schnell zu sein. Weil man von denen so einen kleinen Boost mitbekommt und natürlich unwegsames Gelände einfacher überspringen kann. Oder auch muss in manchen Fällen. Ich habe jetzt eigentlich eher das Gefühl, dass mich das aufhält, ja, die Ketten zu benutzen. Juhu! So, das ist ungefähr die Hälfte. Und hier muss man sich was überlegen, wenn man hier nicht überall hängen bleiben will. Oh nein, please! Ah, oh, das ist so unwegsam, dieses Gelände. Meine Fresse, das ist ja ekelhaft. Da kann man nicht einfach springen und lustig sein, sondern, naja, man muss sich sehr viel Gedanken darüber machen, wo man landet. Ist ja fast noch schwieriger als das von gerade eben. Wie sie abgehen. Ich glaube, ich gucke mir nachher einen Speedrun an und dann weiß ich, was hier der optimale Pfad ist. Das, toll, jetzt bleibt er wieder stehen. Dämliche Musik. Weil es kommt jetzt gar nicht mal mehr so auf das perfekte Ausführen an, ja, dass man die Sprünge schafft und so weiter, sondern viel schwieriger ist es, erstmal den optimalen Weg zu finden.
Nein, ich will hier doch gar keinen Triple Jump machen. Ja, wenn das Zeitlimit nicht so furchtbar knapp wäre, aber es ist halt wirklich so, dass man die ganze Zeit in Vorwärtsbewegung sein muss. Man darf nicht eine Sekunde anhalten, sonst ist man, ja, zu langsam. Ich schätze mal, dass es dann nicht in den Bonusbereich hochgeht. Nein! Keine Ahnung, wie man hier durchkommt, ohne hängen zu bleiben. Jetzt muss ich mal versuchen, ob ich hier irgendwas reißen kann. Relativ kurze Sprünge, weil die Piranha-Pflanze, die läuft blöderweise gerade zurück und nimmt mir damit den optimalen Weg weg. Ja, das muss man doch... Ja, guckt euch das an, die bewegen sich ja fast random. Das gilt es, alles auswendig zu lernen. Da kannst du nicht drauf reagieren, wenn die da jeden Schritt oder jede zwei Schritte ihre Richtung wechseln. Nee. Keine Chance. Ich werde jetzt mal versuchen, die wegzurutschen. Geht nicht. Geht nicht. Fragt mich nicht, wieso. Verstehe ich nicht, aber ist so. Naja. Okay, würde ich mal sagen. Achso, das ist ja richtig dumm. Dann ist mir der Panzer... Ah! Dann ist mir der Panzer auch noch im Weg. Ich weiß nicht, wie man hier schnell durchkommt. Und Silber. Okay, immerhin habe ich es bis ans Ziel geschafft. Jetzt muss ich nur noch ein paar Sekündchen schneller sein. Trotzdem werde ich die Aufnahme an dieser Stelle beenden und dann die erfolgreichen Versuche mit der Aufzeichnung reinschneiden. Bis gleich. Es hat zwar noch eine Weile gedauert, aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Meine Zeit davor, bevor ich die Goldmedaille bekommen habe, war 65:33, also megamäßig knapp, weil ich immer auf die eine Plattform warten musste, die mir immer Probleme gemacht hat. Der Rest des Levels, ja, versucht man eigentlich nur nicht an Kanten hängen zu bleiben, das ist nicht so schwer. Das hier ist nicht ganz ohne, von dem Koopa hier abzuspringen. Ich habe mich dann doch für den Koopa entschieden, weil untenrum einfach zu knapp ist, um da durchzukommen. Und jetzt kommt's, man muss hier einen Dreifachsprung machen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden. Wenn man es einfach nicht untenrum schafft, ja, so wie man es für die Silbermedaille machen kann. Von diesen Plattformen kann man sich noch einen kleinen Boost abholen, ist allerdings nicht zwingend nötig. Und dann, ganz knapp vor den magischen 65, Bingo! Komme ich ans Ziel. Also, man darf sich vielleicht einen allerkleinsten Fehler erlauben, mehr aber auch nicht. Ja, wenn man einmal hängen bleibt, das ist schon über eine halbe Sekunde und dann schafft man es nicht mehr. Das zweite Level, Schwingschlucht Schabernack. Kein schlechter Name eigentlich. Hier kommt es vor allem auf die Ketten drauf an. Man will nicht sofort abspringen, weil dann schafft man oft die Distanzen nicht. Aber man will auch nicht zu lange an den Ketten hängen, weil das eigentliche Schwingen relativ langsam ist. Man muss also die Balance finden zwischen Schwung und Geschwindigkeit. Irgendwie so. Die allerschwierigste Stelle für mich war tatsächlich die hier, bei der ich es auch nur, glaube, zwei oder dreimal geschafft habe, überhaupt einen Dreifachsprung zu machen. Und selbst mit dem bin ich dann noch an der Kante hängen geblieben. Das darf man allerdings, denn ich habe es ja trotzdem geschafft. Hier nehme ich mir sogar die Freiheit raus, den Koopa abzugrapschen, um, ja, einige dieser Piranha-Pflanzen aus dem Weg zu räumen. Ansonsten ist das ein furchtbares Gefummel, sich da durchzuarbeiten. Und vielleicht auch gar nicht möglich, obwohl irgendeine Möglichkeit gibt es immer mit genug Skill und Mühen, die man da reinsteckt. Aber so wie ich es gemacht habe, funktioniert es auf jeden Fall. Das gibt eine weitere Goldmedaille. Ich bin mega gespannt, was die restlichen 5-Sterne-Herausforderungen, 3 Stück sind es noch, für mich bereithalten. Das sehen wir dann im nächsten Part und bis dahin, ciao.